Wir stehen hier vor dem scheinbar Standesamt vielleicht in Mannheim, ne? Und suchen Leute, die uns sagen, was mathematisches Denken ist. Schauen wir mal. Ja. Ah, guck mal, da vorne ist einer. Ja, da denke ich an Rechnen. Schnell zusammenzählen können und ja, einfach immer die Zahlen im Kopf parat haben. Ich würde sagen, das ist systematisches Denken, Folgerichtigkeit, Korrektheit, emotionslos, ja, logisch. Also es hat was Logisches und es hat auch was ins Abstrakte Gehende. Ein logisches Denken? Also für mich ist mathematisches Denken ein ganz wichtiger Bestandteil des Alltags. Aber auch Analyse, Synthese bis hin zur Prognostik des eigenen Lebens. Als Medizininformatikerin spielt die Mathematik sehr große Rolle. Ich denke, dass Mathematik heutzutage viel dabei hilft, Alltagsprobleme zu lösen und dass das mathematische Denken fortan immer weiterleben wird. Schwierige Sachverhalte mit Zahlen ganz logisch zu erfassen. Konstruiertes Denken, also immer alles direkt in Zusammenhang mit Formeln bringen. Kombinationen und so vielleicht. Ich sag mal so, Mathematik ist viel besser wie das Lesen, sage ich mal so. Wenn man sich damit auskennt, ist viel besser als wie das viel Bücher lesen. Da ist man schneller mit seinem Ziel. Also Mathematik ist sehr wichtig. Was verstehen Sie unter mathematischem Denken? Ich muss ehrlich sagen, ich weiß es nicht. Grundlegende Logik und Verknüpfung von logischen Argumenten, würde ich sagen. Und wie man damit Probleme lösen kann. Dass man logisch vor allem denken kann. Logische Verknüpfungen in Sachen sieht oder so. Ich liebe Mathematik. Also ich bin jetzt kein großer Rechner und manchmal muss ich wirklich grübeln. Aber ich finde, Mathematik ist die geilste Wissenschaft, das geilste Fach, was man so lernen kann. Weil man damit alles erklären und ausdrücken kann.